Einen wunderschönen guten Tag aus Moskau. Draußen scheint die Sonne und ich strahle innerlich immer noch nach diesem großartigen Fußballspiel gestern. Spanien gegen Portugal hat alles gehalten, was ich mir versprochen habe. Ach, Quatsch, viel mehr noch geboten. Für mich hat die WM gestern richtig begonnen. Drei Tore von Cristiano Ronaldo kommentieren sich selbst, da muss man nicht viel sagen. Ja, man kann darüber streiten, ob der Elfmeter, den er früh bekommt, wirklich einer ist. Aber sein Clubkollege Nacho von Real Madrid kennt ihn gut genug. Wenn Ronaldo mit Highspeed in den Strafraum eindringt und man ihn berührt, dann fällt er eben und dann kann der Schiedsrichter auch Elfmeter pfeifen. Beim 2:1 hat Ronaldo Glück, den eher harmlosen Fernschuss muss David De Gea halten. Aber das dritte Tor, der Freistoß, ein Gedicht. Seine Freistöße sind Legende, aber an den letzten richtig guten kann ich mich eigentlich nicht erinnern. Normalerweise nimmt er halt breitbeinig Anlauf und haut das Ding irgendwo in die Landschaft, zuletzt selten ins Tor, aber gestern mit viel Gefühl über die spanische Mauer in den rechten oberen Winkel, das war der angemessene Abschluss eines wirklich sehr, sehr guten Fußballspiels. Vergessen wir bei all dem bitte nicht die Spanier, und wenn wir jetzt nicht über Cristiano Ronaldo reden würden, dann müssten wir ausschließlich über Diego Costa reden. Was hat man denen vor 4 Jahren in Brasilien bei der WM ausgelacht? Hüftsteif, ungefährlich, eher eine Last als ein Gewinn. Und gestern zwei Tore. Das erste großartig, wie die gesamte portugiesische Abwehr allein beschäftigt und vorführt. Und nebenbei gesagt, die portugiesische Abwehr ist nach Cristiano Ronaldo nicht der schlechteste Mannschaftsteil. Ich könnte jetzt noch Stunden weiterreden, aber ihr habt ja auch noch ein bisschen was zu erzählen. Und ich mache mich auf den Weg zu Argentinien gegen Island im Spartakstadion. Das wird auch schön. Bis dann. Tschüss.